So, willkommen zurück zu einem neuen Teil von Schachgeschichte. Diesmal die Nummer 3 und wie angekündigt, heute der Schachspieler Giulio Cesare Polerio. Ja, dieser klangvolle Name war auch ein Teil der großen, langen Schachgeschichte. Und er war Italiener und im Folgenden zeige ich euch eine Partie gegen einen Domenico, dessen Vorname ich nicht kenne. Aber dieser Domenico spielt mit Schwarz, Polerio mit Weiß. So, Polerio, habe ich schon in der vorherigen Folge erwähnt, war Berater der Italiener auf dem ersten Schachturnier. Oder war es die erste Folge? Ich weiß es nicht mehr so genau. So, auf jeden Fall war der Berater und er war auch einer der Gründe, warum das italienische Schach sich dann danach für die nächsten 30, 40 Jahre in Europa durchgesetzt hat und die Vorherrschaft erlangte. So, und in dieser Partie begann Polerio ganz einfach mit E4, E5, Springer F3, Springer C6 und wir haben hier mit Läufer Läufer C4 ein 2 Springer Spiel erreicht. Diese Variante nennt sich sogar noch im Folgenden: Zwei Springer, Figatello, Polerio Verteidigung. Aha. Also hier geht's weiter mit Springer F6 und Polerio macht kurzen Prozess, zumindest versucht er das, und spielt Springer G5. Als Alternative könnte man natürlich hier spielen D4, das wird heute häufiger gespielt. Springer G5 ist umstritten, man kann ihn spielen, man muss ihn nicht spielen. Polerio hat's getan. Und natürlich möchte Domenico nicht, dass Schwarz-Weiß Polerio hier auf F7 reinkloppt. Deswegen nimmt er diesen Bauern, zieht dazwischen und der ist natürlich weg. Also wird von Polerio weggenommen. Und jetzt wäre natürlich anstatt dem, was Domenico gemacht hat, besser gewesen, Springer A5. Läufer B5, C6, D schlägt C6, B schlägt C6 und der Läufer zieht zurück. Und mit H6 hat Schwarz vielleicht einige Möglichkeiten, hier durch die mehreren Tempi, die er gewonnen hat, zu einem ordentlichen Gegenspiel als Ersatz für den Bauern. Da könnte er einiges versuchen, aber wir gucken zurück und sehen: Hier hat Domenico Springer schlägt D5 getan. Hier fackelt Polerio nicht lange und sagt sich, ach, Springer F7 spiele ich trotzdem. Es wäre natürlich möglich gewesen, was heute auch als besser gilt, D4 zu spielen statt Springer F7 und mit dem Läufer E7 Einzug von Schwarz abzuwarten und dann auf F7 rauszunehmen. Das wird heute eher gemacht und ist wohl auch besser. Falls hier auf D4, E schlägt D4 kommt, kann man ruhig die Rochade machen und auch hier sieht man, Springer F7 droht immer noch. Also die Lage für Schwarz ist schon in dieser kurzen Phase des Spiels oder frühen Phase des Spiels sehr problematisch. So wie Domenico gespielt hat. Gut, Polerio, wie gesagt, nimmt auf F7 raus, der König nimmt wieder. Und die Dame treibt den König weiter ins Zentrum, da ja Springer auf D5 hängt und Schwarz möchte ihn doch noch ein bisschen verteidigen. Natürlich funktioniert jetzt nicht König G8, denn auf Läufer oder Dame schlägt D5, kommt das matt. Das sollte man doch vermeiden. Man will ja noch ein paar Chancen haben. So, König E6, Springer C3, greift den Springer wieder an. Und hier kommt ein kleiner Fehler von Domenico. Springer C, E7. Besser wäre auch hier gewesen, ich gehe mal eins zurück, Springer C, B4, um eine aktivere Verteidigung zu wählen. Auf A3, Springer C2, König D1. Macht man dann besser nicht
Springer 1 und Springer 5, denn für den Turm hat Schwarz nichts gewonnen und Weiß kann seinen Angriff unberührt fortsetzen und das wird doch sehr schwer für Schwarz, sich dann noch ordentlich zu verteidigen. Also noch ein bisschen zurück. Hier wäre Springer D4 besser gewesen, die Dame anzugreifen, und auf Läufer D5, König D6 hat Schwarz doch einige Chancen, sich noch erfolgreich zu verteidigen. So gehen wir zurück zu dem kleinen Fehler Springer C E7 von Domenico. Und Weiß greift munter weiter, flockig, locker an. D4, C6, natürlich, der Springer muss nochmal gedeckt werden. Läufer G5, holt die nächste Fesselung aus dem Sack. Jetzt ist der Springer auf E7 gefesselt, die Dame dahinter könnte Probleme machen. Und jetzt kommt wieder ein zweifelhafter Zug mit H6. Vielleicht wäre es besser gewesen, König D7, D schlägt E5, König C7, große Rochade. Weiß kann seinen Angriff fortsetzen, aber in dieser Phase des Spiels ist es auch sehr schwer, noch eine richtige Verteidigung für Schwarz zu finden. Also H6 kann man machen, man könnte auch einige Fesseln vielleicht mal auflösen. So, hier nimmt Weiß den ersten Springer weg, um die Verteidigung des Springers auf D5 ein bisschen zu schwächen. Der Läufer nimmt wieder und mit der großen Rochade holt Weiß seinen ersten Turm ins Gefecht. Schwarz versucht natürlich irgendwie Gegenspiel zu erreichen. Mit Turm F8 greift er die Dame an und Weiß bleibt natürlich im Zentrum mit der Dame. Schwarz versucht jetzt ins gegnerische Zentrum vorzudringen und mit D schlägt E5, Läufer G5, Schach, König B1, Turm D2, versucht er dadurch die Fesseln auf dem Springer ein bisschen, zu lockern. Aber hier nimmt Weiß Polerio nicht blind raus, sondern spielt H4 und nach Turm schlägt E1. Oh, Moment, da habe ich noch eine Variante in der Hinterhand. Also nach H4 hätte Schwarz B5 spielen können, aber nach H schlägt G5, Turm schlägt D1, Turm schlägt wieder, B schlägt C4, Dame G6, König E7 und so weiter. Kommt die Dame doch sehr gefährlich ins gegnerische Zentrum und nach ein paar weiteren Zügen wird doch klar, nachdem auch der Springer hier genommen wurde, die letzte richtige Verteidigung von Schwarz, dass er nach Turm F1 und Turm F7 das Matt fast unausweichlich für Schwarz ist. Demzufolge hat hier, vielleicht erinnert ihr euch noch, Schwarz rausgenommen, Weiß wieder und der Läufer nimmt den Bauern. Jetzt endlich nimmt Weiß Polerio den Springern im Zentrum weg und vollendet seinen Angriff mit einer kleinen Kombination. Hier stellt er noch den Turm als Drohung, als Abzugsschachdrohung vor den gegnerischen König, vor Dominikos König. Die Dame muss wegziehen und nach Turm D6, König E7, Turm G6 gibt Domenico auf. Polerio gewinnt. Was war noch zu sagen? Ja, nach Dame H5 dauert das Matt auch nicht mehr lange. Turm schlägt G7, König muss zurück und Dame D5, glaube ich, ist eine Möglichkeit, um das Matt dann zu forcieren. Und Schwarz hat demzufolge zu Recht aufgegeben. Was hat er noch vergessen? Ach ja, das Spiel fand in Rom statt, 1602. Und das war's auch schon mit der dritten Ausgabe von der Schachgeschichte. Vielleicht schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns dann. Tschüssikowski.